This is London. This is roller derby. This is the first European tournament. Das erste Spiel wird richtig hart gleich. Also, wenn wir in der Vorrunde eben eins verlieren, dann sind wir wahrscheinlich schon draußen, aber Daumen drücken. Also wir spielen ja das erste Spiel gegen London Roller Girls, beste Team Europas. Wir werden sehen. Ungeschlagen bisher. Ich bin aufgeregt, wie immer, aber ich denke, wir werden es schon irgendwie überleben. Das Beste wird sein, dass wir, glaube ich, noch nie so viele Roller Girls auf einmal getroffen haben, weil es sind 12 Mannschaften. Das gab es in Europa ja noch gar nicht. Und du, Madame, was erwartest du morgen? Ich hoffe, dass die Mädels richtig Gas geben. Oder das sonst? Wie ihr was hoffst du? Das Gas und danach Partys. Bitte prüfen Sie vor dem Verlassen des Flugzeuges, ob Sie gesamtes Handgepäck bei sich haben und seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer. So, gute Nacht jetzt. Wir hatten einen langen Tag und morgen haben wir viel vor. So, tschüss, bis morgen. Also wir sind mit dem Zug gekommen, weil ich ein bisschen Flugangst habe. Jetzt bin ich natürlich aufgeregt, aber ich freue mich auch ganz arg. Und gut, dass alle da sind, dass alle gut gelandet sind. Das ist schon mal der erste Schritt und jetzt abwarten, was passiert. The Rover Girls. The Rover Girls. The Rover Girls. Ich scheiß mir in die Hosen. Nein, ich bin total aufgeregt. Ich bin echt... Aber ich weiß, dass mit einem Warm-up nimmt es ab. Und dann, wenn man den ersten, zweiten Jam hinter sich hat, dann geht's wieder. Aber es ist auch so krass, die Atmosphäre. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut, wenn ich den anderen nur zuschaue. Und ich könnte gerade sterben. This is a real fight. Schwede, es war wie wir erwartet haben. Wir schwitzen, es war anstrengend, aber ich glaube, wir haben super gespielt. Unsere 10 Punkte waren hart erkämpft und zu Recht. Ja, und wie gesagt, es war, wenn wir gegen jemanden verlieren, dann gegen das Top-Team und von daher... Jetzt ist der Druck ein bisschen abgefallen. Der ist völlig abgefallen. Der ist auch schon ziemlich früh abgefallen, weil die spielen so gut, da hat es eigentlich sogar Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Und ich denke, der Lerneffekt war immens. Und ja, jetzt haben wir noch ein Spiel um 6 Uhr. Und da bin ich ganz positiv, dass wir das gewinnen. Ja. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen resümieren über das Spiel jetzt gerade, was wir besser machen können. Wir haben uns ziemlich aufmischen lassen von denen. Unsere Taktiken haben dann nicht mehr gegriffen. Und ich denke aber, dass wir auf jeden Fall gegen East Anglia eine bessere Chance haben. Das können wir schaffen. Goes to Grand Valley Roller Girls! Yay! Sweet. These are the Rover Girls. Die Woche Training bestimmt eigentlich schon das Leben, ja. Ja, klar. Es ist halt eine unheimliche Gemeinschaft, weil wir sind alles Freunde. Jetzt vor Schmerzen oder vor solchen Sachen habe ich keine Angst, weil dann brauche ich das hier nicht spielen. Also dann hätte ich mir jetzt den falschen Sport ausgesucht. Schon total müde, einfach den ganzen Tag auf den Rollschuhen, ein paar blaue Flecken, ein paar ist gut, ein Riesen hier am Hintern.
Das war cool. Ich bin sprachlos. Wir haben ein Spiel verloren und jetzt eins gewonnen. Und jetzt ist es eigentlich schade, dass es vorbei ist. Vorher denkt man sich immer so, oh Gott, was mache ich hier? Dabei zu sein und das Ganze mitzuerleben. Und ich meine, es würde in die Geschichte eingehen, in die Geschichte des Roller Derby in Europa. Und dabei sein ist alles auf jeden Fall.